und herzlich willkommen bei Kunstklick. Mein Name ist Jakob und... Entschuldigung, ich habe vergessen, die Hand davor zu halten. Hat er übrigens auch. Das ist wirklich eine äußerst unhöfliche Skulptur. Ich meine, der gähnt ja noch mehr als ich. Wieso hält man sich beim Gähnen eigentlich die Hand vor den Mund? Das kommt aus dem Mittelalter. Damals hat man geglaubt, dass sonst Dämonen und Geister in den Mund reinfliegen. Und daran hätte man sich, glaube ich, ziemlich verschluckt. Aber nochmal zurück zu der Skulptur. Der Bildhauer heißt Franz Xaver Messerschmidt und er hat diesen Gähner vor 250 Jahren gemacht. Guck mal genau hin, da erkennt man jede einzelne Falte. Die zusammengekniffenen Augen, den aufgerissenen Mund, alles. Von nahem sehen diese Falten fast schon aus wie eine zerknitterte Decke. Den Künstler hat interessiert, was man mit dem Gesicht alles so ausdrücken kann. Das ist ja nicht nur Freude oder Trauer. Also hat er ganz viele Grimassen dargestellt. In allen möglichen Formen und sich dabei selbst viel vor dem Spiegel beobachtet. Das waren quasi hässliche Selfies. Angeblich hat er sogar hinter Mauern gewartet und puh! Leute erschreckt, nur um das Entsetzen auf ihren Gesichtern zu studieren. Ist schon eine sehr ungewöhnliche Art und Weise, Skulpturen zu machen. So, und jetzt nimm bitte endlich die Hand vor den Mund.